Wir sind eine Werkstatt der Caritas. Bei uns arbeiten Menschen sowohl mit geistigen als auch mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und wir bezeichnen uns selber als Partner der Industrie. Das heißt, wir haben Aufträge von verschiedenen Firmen aus der Region oder auch überregional. Carina ist schon sehr lange bei uns. Sie ist gehörlos. Sie hat Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Wenn man sich das selber mal vorstellt, man könnte nicht kommunizieren. Also man könnte nicht sagen, wie es mir heute geht oder vielleicht, was ich am Wochenende gemacht habe. Natürlich, dann zieht man sich zurück, man ist traurig. Bei Carina ist es ja ganz klassisch. Wortlos ist für uns das Projekt, wo wir uns ganz gezielt mit unterstützter Kommunikation auseinandersetzen. Und ganz besonders im Moment zum Thema Gebärden. Der Vogel. Der Vogel fliegt in den Baum. Passt eigentlich. Aber wir haben ganz viel Spaß mit dem Gebärdenmemory, also einige Gruppen spielen fast täglich. Das ist dick und das ist dünn. Der Schnee, der rieselt, die Erde. Das ist super für die gehörlosen Menschen oder auch für die Menschen mit Schwierigkeiten der Lautsprache, weil jetzt auf einmal jeder so ein paar gebärden kann. Wir wollen jetzt Adventskalender bestücken. Arbeiten. Ja. Adventskalender. Süßigkeiten für Weihnachten. Okay. Peter nutzt einerseits Gebärden, quasi in dem Moment, wo die beiden miteinander kommunizieren. Er überlegt sich vorher, was will er ihr vermitteln und was ist wichtig an Informationen. Wir nutzen dann Symbolsysteme, wo man dann quasi einzelne Symbole schon vorher ausdrucken kann. Gute Arbeit. Wir gucken uns mal an, was heute die Gebärde des Monats ist. Frühling. Frühling heißt auch Blume. Gell? Blume erblüht. Die Mitarbeiter finden den Ciabatto super. Wir machen die Fotos zum Beispiel selber. Dann kann ich da draufklicken, es kommt das Foto. Ich sehe, wie die Gebärde funktioniert. Und das wird sehr, sehr gerne genutzt. Das ist der Renner. Das Projekt Wortlos kommt gut an. Es ist viel mehr Kommunikation möglich untereinander. Das Selbstvertrauen ist um einiges gewachsen und das ist toll.